Ich hatte Daniel Dreher zu Gast. Daniel ist Heilpraktiker, Chiropraktiker und Experte in der traditionellen chinesischen Medizin. Und wir haben dieses spannende Thema einmal besprochen und mal geschaut, okay, ist das wirklich eine Alternative bzw. eine schöne Begleitung zu der uns bekannten westlichen Schulmedizin oder ist das ganze Hokuspokus? Eine sehr, sehr spannende Folge. Wir gehen direkt rein. Viel Spaß. Ich mag es nicht, wenn man irgendetwas pauschalisiert. Schulmedizin ist unabdingbar. Es ist wichtig, dass man das abklärt. Und ich glaube, und das propagiere ich auch immer, ich kann niemand heilen. Ich kann nur Voraussetzungen schaffen. Lieber Daniel, herzlich willkommen beim Aktiv und Gesund Podcast. Schön, dass du da bist. Freut mich natürlich besonders. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Ich glaube, um die 8 Jahre, wenn ich mich recht... Bestimmt. Nachgeschaut habe ich jetzt nicht. Ja. Aber könnten vielleicht auch schon Richtung 10 sein. Ja, ich war ja, als ich frisch nach Mainz gezogen bin, da habe ich ja damals jemanden gesucht, so einen Experten, der sich so ein bisschen um meine HWS kümmert. Mhm. Und da bin ich dann auf dich gestoßen und habe es seitdem nicht bereut. Aber bevor ich jetzt vielleicht zu sehr ins Detail gehe und erzähle, wer du bist, was du alles Tolles machst, vielleicht einmal du zu deiner Person. Wer bist du? Was machst du? Ja, also erstmal freut mich, dass es dir so gut getan hat. Damals, als wir uns kennengelernt haben, sonst wäre es ja wahrscheinlich mit uns nicht weitergegangen. Ja, und auch vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier. Hat mir wirklich, macht mir Freude. Und ja, ich bin Daniel Dreher, bin 45 Jahre alt, habe eine Familie hier in Mainz. Bin Wahlmainzer, komme ursprünglich eigentlich aus dem Bayerischen, zwischen Augsburg und München. Mhm. Ja, ich bin eigentlich schon das zweite Mal hier. Das erste Mal, die zwei berühmten Hauptgründe, seinen Heimatort zu verlassen. Einmal, weil ich Berufsausbildung hier gemacht habe, 99, als Physiotherapeut an der Uniklinik in Mainz. Mhm. Und bin dann zwischenzeitlich wieder zurück, habe im ambulanten Reha-Zentrum gearbeitet mit Profisportler bei Augsburg und bin das zweite Mal hier nach Mainz wegen meiner Frau, beziehungsweise damalige Freundin, jetzige Frau. Und wie das sich für einen Mainzer gehört, bin ich 05 wieder zurück nach Mainz und ja, habe mittlerweile eine 5-köpfige Familie, 3 Kinder, Michel, Mathis, Lotta. Ja, ich bin sehr stolz auf meine Familie. Und dann habe ich 05 3 Jahre in der Uniklinik gearbeitet, in der Neurologie, nebenbei schon ein bisschen in der freien Praxis. Habe danach nochmal 3 Jahre als Physiotherapeut in der freien Praxis gearbeitet und bin jetzt seit 2011 selbstständig in eigener Praxis. Bin seit 07 Heilpraktiker und habe seit, wie gesagt, 2011 eine Praxis mit meiner Frau zusammen. Meine Frau, die ist Osteopathin, hat sich spezialisiert auf Kinder und Säuglinge. Und Osteopathie ist nicht unbedingt mein Steckenpferd, aber diese ganzheitliche Betrachtungsweise, diese Ursache-Folgeketten, das ist das, was man dann sehr gut auch in die Physiotherapie einbauen kann. Und da ich osteopathisch schon stark geprägt war, habe ich dann mich weitergebildet nach gewissen Grundausbildungen, Abrechnungszertifikaten in der Physiotherapie, dann eben diese Heilpraktikerschiene zu verfolgen. Bin mittlerweile Chiropraktiker, habe eine 3-jährige Ausbildung chinesische Medizin gemacht mit Schwerpunkt Akupunktur und Chiropraktik und systemisches Coaching. Okay. Das ist eigentlich so meine Hauptkompetenz, Kernkompetenz. Sehr, sehr spannend. Heute soll es ja so ein Stück weit um das Thema die traditionelle chinesische Medizin gehen, also kurz TCM, ne, genau. für die Hörer. Was kann ich mir jetzt, wenn ich jetzt Zuhörer bin und das erste Mal so traditionelle chinesische Medizin höre, was kann ich mir so da grundlegend so mal im Allgemeinen drunter vorstellen? Ja, also chinesische Medizin oder TCM, traditionelle chinesische Medizin, hat halt den Vorteil gegenüber, ich sage jetzt mal, den Breitengraden hier zu Lande, im Westen, wie man so schön sagt, dass es eben die Tradition häufig, wie man das auch aus der Kampfkunst kennt, Patient hat ein Problem, geht zum Meister, der sammelt Informationen und gibt es an die Schüler weiter. Der Schüler wird Meister und gibt es weiter und das über Generationen und diese traditionelle chinesische Medizin. Man weiß nicht genau, ob es 2000 oder 8000 Jahre fortlaufend Informationen gesammelt werden konnten, aber es ist eben diese berühmte empirische Therapie, die ganz viel Informationen vom Patienten, vom Leiden des Patienten gesammelt hat und dann einfach in ein sehr logisches Konzept gesteckt hat.
Und man kann das wirklich so sagen, man muss an nichts glauben, sondern es ist eigentlich eher was Mathematisches. Und es gibt aus meiner Sicht, so interpretiere ich das immer, zwei Hauptgrundsätze. Zum einen, es geht in der chinesischen Medizin nie um die Materie. Mhm. Also es gibt diese fünf Elemente, Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Mhm. Aber das Holz als ein Beispiel, es geht nicht um den Baum als Materie, um den Schreibtisch als Materie, sondern das Holz ist ein Synonym und steht für eine gewisse Bewegungsrichtung. Mhm. Also so wie in der Mathematik, ein Vektor, der nach oben außen geht. Mhm. Also etwas Wachsendes. Das heißt, der berühmteste Vertreter für das Holz ist der Frühling. Frühling ist nichts Materielles. Frühling kann ich nicht anfassen, aber ich, wenn ich zu dir sage, Frühling, die Bewegungsrichtung geht nach oben außen, dann glaube ich, kann man das bejahen. Ja. Und das ist eben ein Grundsatz, so wie ich den eigentlich weitergebe, dass es in der chinesischen Medizin nie um Materie geht, sondern um diese Bewegungsrichtung, Vektoren bzw. Wirkungen. Und das zweite Spannende finde ich, es wird das, was man diagnostiziert, das, was man bespricht, wird nicht bewertet. Mhm. Also nehmen wir das Holz, nehmen wir den Frühling, ist der Frühling jetzt gut oder schlecht? Der eine findet es gut, der andere findet es schlecht, dem einen ist es zu viel Wind, Wind gehört auch zum Holz, Wind ist unberechenbar, wenn deine Schmerzen, Symptome, sonstiges kommen, gehen, mal stärker sind, mal schwächer sind, dann versucht man das beim Holz einzuordnen. Mhm. Und wir Menschen, jeder macht morgens die Bewegungsrichtung Holz beim Aufstehen. Das heißt, ich liege, ich entfalte mich, ich strecke mich nach oben, dieses oben außen, das ist Holz. Mhm. Bewegungsrichtung, Holzenergie. Okay. Und das wird eben nicht bewertet, aber man kann schon ein bisschen auf Stoffsammlung gehen. Fällt es dir leicht, Augen auf, bis gleich im Tag? Oder habe ich da eine gewisse Anlaufschwierigkeit? Brauche ich mit literweise Kaffee da eine Unterstützung zum Beispiel? Ja, finde ich mich wieder beim Kaffee. Ja. Genau, also wie gesagt, auch das nicht bewertet. Das ist einfach nur ein kleiner Mosaikstein, ein Aspekt, wie man versucht, ein Gesamtbild, ein, ich sage gar nicht Krankheitsbild, sondern Erscheinungsbild aufbaut, um dich ganz individuell einzuordnen. Mhm, verstehe. Ja. Wie, du hast das vorhin kurz angesprochen, das Thema Energien. Mhm. Was für eine Rolle spielt, sage ich mal, dieses Energiemanagement in der TCM? Also es hört sich leider immer so ein bisschen an, Energie esoterisch, deswegen drücke ich mich immer so ein bisschen um den Begriff Energie, aber das ganze chinesische Konstrukt, es geht eigentlich nur um Energiearbeit, aber wenn ich die Energie mit Wirkung übersetze oder die Energie mit Vektoren, dann ist es eben so, dass man sagt, es geht immer um einen gewissen Ausgleich. Also wir hatten es gerade schon vom Holz, den Frühling. Wenn ich jetzt auf die andere Seite schaue, dann ist das Metall der Herbst. Mhm. Das eine geht nach oben außen und Herbst hat die Bewegungsrichtung loslassen, sich auf den Stamm beziehen und absenken. Ja. Man kann sagen, der Stress ist das, was dich aufsteigen lässt, der was mit dir macht. Dementsprechend ist Metall das wieder runterkommen. Und das Runterkommen, das muss dann nicht meditieren sein und was Passives, sondern wenn ich am Schreibtisch sitze, Stress angesammelt habe tagsüber, dann ist mein persönlicher Herbst oder mein Ausgleich wieder runterzukommen, zum Beispiel Sport oder Bewegung. Also es muss nicht immer der Sport sein, aber wenn ich ein Schreibtischtäter bin, ich sitze nur, ich habe Druck, ich jongliere mit Millionen, keine Ahnung, dann habe ich ein hohes Level, habe viel Sympathikotonus, sagt der was, viel Adrenalin an Bord, aber das kann ich ja gar nicht verstoffwechseln, wenn ich nur sitze. Das heißt, wenn so ein Mensch drin arbeitet, in seiner Freizeit rausgeht und wenn es nur der Spaziergang ist, dann ist das ein Ausgleich zwischen Stress drin sitzen, Stress abbauen, Bewegung draußen. Das ist total spannend, was du gerade ansprichst, weil wir ja oft so die Mitglieder, Kunden, Patienten haben, die dann kommen und sagen, ja, ich habe privat schon so viel zu tun, jetzt vielleicht noch 2 bis 3 Mal in der Woche was für die Gesundheit zu machen, ins Fitnessstudio gehen, zu laufen, das ist ja Stress. Das ist ja dann nochmal ein Termin, den ich habe, wo ich dann was tun muss. Und dann gucke ich immer an und sage, okay, was machst du denn beruflich? Ja. Und gerade was du angesprochen hast, zum Beispiel diese Sitztäter, was ja immer mehr wird aufgrund der Digitalisierung, Homeoffice, Corona hat da ja nochmal einen Push gegeben. Und wo ich den Leuten versuche zu assoziieren, zu sagen, okay, sieh den Sport mal als Ausgleich für dein Berufsleben an.
als Gegenpart, nicht als zusätzlicher Stressor. Ja. Und dann kriegen die Leute einen anderen Zugang zu sagen, okay, stimmt, du hast recht, weil ich bewege mich sowieso schon so wenig. Das ist dann im Prinzip jetzt kein weiterer Termindruck, sondern das ist eine Quality Time für mich. Und gerade wie du es angesprochen hast, ich finde es total spannend, dass man da mal hinschaut, weil es gibt ja viele, die dann sagen, ja, meditier doch mal, wenn du Stress hast auf der Arbeit. Nur wenn ich jetzt ein Sitztäter bin und ich sitze den ganzen Tag schon so da und dann soll ich mich, ich habe Stress, so wie du gesagt hast, ich bin jetzt Banker, ich jongliere mit Millionen, wie auch immer, ich habe enormen Zahlendruck, keine Ahnung. Ja. Und dann sage ich, okay, das stresst mich extrem und setze mich dann nochmal irgendwie in den Schneidersitz, um 10 Minuten lang zu meditieren und wundere mich dann, dass das nicht hilft. Ich finde es einfach spannend, dass da vielleicht diese Gegensätze, diese energetischen Gegensätze sich halt gegenseitig befruchten. Umgekehrt verstehe ich ja auch jeden, der zum Beispiel hart auf dem Bau arbeitet, sich körperlich wirklich noch verausgabt und dann am Ende des Tages sagt, boah, keine Ahnung, ich brauche jetzt was Ruhiges, ich will jetzt nicht noch ins Fitnessstudio und nochmal hier Gas geben. Ja, ja. Und da finde ich, ist das Individuum immer so entscheidend. Wie ist es bei der TCM? Weil oftmals hat man ja dann so Leute, die sagen, ja, gegen Stress hilft nachweislich Meditation, meditiere. Egal wie dein Tag aussieht, egal was für ein körperliches Befinden du hast, egal was für ein Mensch du bist, ne, da wird dann schnell mal irgendwie so pauschalisiert. Ja. Ja, und genau das ist ja eigentlich die Stärke der chinesischen Medizin, dass man eben, also das passt auch zu meiner Einstellung, ich mag es nicht, wenn man irgendetwas pauschalisiert. Ja. Und die Tendenz würde ich schon sagen, dass wenn ich sitze und drin bin, und als Ausgleich Briefmarken sammel, dann habe ich ja wieder das Sitzen und wieder die Immobilität drin. Es ist vielleicht super für den Kopf. Also ich will das gar nicht, chinesische Medizin, nicht bewerten. Ja. Aber wenn es um einen Ausgleich geht, um Work-Life-Balance, wie es ja immer neudeutsch heißt, dann glaube ich, ist es Briefmarken sammeln nicht das Allerbeste. Ja. Es wird aber nicht bewertet, das darf ja auch so stehen bleiben. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass man versucht, diesen Spaß an der Bewegung, dass die Bewegung eben kein Muss ist, sondern ein Aufräumen. Dass, wenn ich einen Abendspaziergang, bevor ich ins Bett gehe, weil ich Einschlafstörungen habe, weil mir mein Kopfkino eigentlich im Weg steht, wenn ich dann einen langweiligen Spaziergang um den Block rum mache, dann verdaue ich geistig eigentlich schon meinen Alltag, meinen Tag und versuche das dann nicht alles mit in den Traum zu nehmen. Mhm. Das ist zum Beispiel, gehört zur Schlafhygiene, dass man da ein bisschen runterkommt. Ja. Und wenn ich merke, das tut mir gut, dann ist es der erste Schritt zur Selbsterkenntnis und sagen, Bewegung tut gut, nicht nur passiv sitzen. Auf der anderen Seite, wenn jemand auf dem Bau arbeitet, schon 2 Tonnen von A nach B bewegt hat, dann ist die Frage, ob ich den unbedingt zu euch schicke zum Muskeltraining. Wobei ihm das wahrscheinlich, wenn er seinen Alltag entgegenwirkt, nicht schlecht tut, aber das kann ich verstehen. Ja. Wenn so jemand spazieren geht und seinen Ausgleich im Spazierengehen findet, wenn so jemand sich einen Hund anschafft, der berühmte Corona-Hund, dann glaube ich schon, dass der durch diese Cardio-Belastung da einen Ausgleich findet und den Stress, den er auf dem Bau ja auch hatte, dann abbaut. Ja. Und wenn so jemand meditiert, wenn so jemand zur Massage geht, wenn so jemand sagt, ich gehe gerade im Winterhalbjahr 2-3 Mal in die Sauna, ich glaube, da pflegt er sich mehr als derjenige, der eh schon sitzt und sagt, ich gehe dann in die Sauna. Da kann man, glaube ich, individuell ein bisschen mehr angreifen, beziehungsweise da die Leute motivieren, den Blickwinkel weiten und wirklich sagt, schau mal, da gibt es noch Möglichkeiten. Ja. Mhm. Und ich versuche meinen Patienten, Klienten eigentlich auch immer so ein bisschen aufzuzeigen, wir wollen nicht, sei es jetzt bei der Ernährungsberatung, sei es beim Abnehmen, habt ihr auch schon in den Podcasts etliche Themen gehabt, kann ich alles so unterschreiben und unterstützen, sehe ich genauso. Und die chinesische Medizin ist dann nicht dagegen, bewertet das, sondern wäre dann vielleicht nur eine Ergänzung. Mhm. Aber für mich ist halt Abnehmen, wie hattet ihr das genannt, mit dieser Radikalkur oder Crash-Diäten, genau. Das chinesische Medizin hält da gar nichts davon, weil chinesische Medizin eigentlich versucht, tagtäglich den Stoffwechsel, das sogenannte Verdauungsfeuer, eigentlich hochzuhalten. Ja. Und wenn ich nichts esse, dann geht das Verdauungsfeuer runter. Sprich, der Stoffwechsel geht runter, dann werde ich nichts verbrennen. Auch wenn ich nichts esse, das, was ich verliere, ist halt Flüssigkeit, aber ich nehme dadurch nicht ab. Ja. Also Bewegung, Essen immer, aber ich lasse erstmal alles so, wie es ist. Mhm. Und wenn ich es so zum Beispiel bei der Ernährung sehe, der Körper hat 37 Grad Körperkerntemperatur, dann versuche ich,
einfach nur mal alles so zu lassen, wie es ist. Und ich schaue mal, wie weit bin ich denn weg von 37 Grad, wenn ich kalte Cola trinke mit Eiswürfel, wenn ich mir ein Wurstbrot aus dem Kühlschrank raushole. Was habe ich da für Möglichkeiten, alles, was ich mag, zu essen, aber näher an die Körperkerntemperatur zu kommen? Ja. Was gibt's da? Und dann kann ich eben sagen, schau mal, ich kann ja was Warmes essen, ich kann was Warmes trinken, Ayurveda, ich trinke warmes Wasser. Mhm. Und die chinesische Medizin kann dann, je nachdem, mit welchem Ungleichgewicht, mit welchen Fülle-Leere-Symptomen oder Kälte-Hitze-Symptomen du kommst, kann man dann sagen, weißt du was, es ist sogar so, ich kann das Wasser noch in Anführungszeichen würzen. Mhm. Im Sommer trinke ich warmes Wasser, aber ich will ja eigentlich eine kühlende Wirkung haben, dann trinke ich Pfefferminztee. Mhm. Wenn ich aber immer sage, es wird ja pauschal, das ist eben, was ich nicht so gut finde, Ingwertee ist doch gesund, dann trinke ich das ganze Jahr Ingwertee. Aber Ingwertee, es geht um die Wirkung. Und der Ingwer macht warm. Ja. Und wenn ich Wärme induziere und sage, ich schwitze die ganze Zeit, ich habe einen hochroten Kopf, ich habe eh schon diese Hitzesymptome, dann ist der Ingwertee eigentlich nicht angesagt. Mhm. Und schon gar nicht im Sommer. Das sind eben diese individuellen Maßnahmen, wo man wirklich einen umfangreichen Befund machen sollte, chinesisch, energetisch. Ja. Ist eine Fülle, ist eine Leere da, ist eine Hitze, ist eine Kälte da, handelt es sich um was Inneres, was Äußeres. Ja, alle Einflüsse, die wir ja durch Privatleben, durch Arbeitsbelastung, Stress ist ja schon ein paar Mal gefallen, dass man das eben individuell zusammenbaut, schustert und dann eigentlich ein Gesamtkonzept findet, wo habe ich ein Ungleichgewicht. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht auch die große Stärke der chinesischen Medizin, ist auch die einzige Disziplin, die eigentlich so umfangreich alle Sparten abdeckt. Also das ist, ihr hattet manuelle Therapie schon, in der chinesischen ist es die Tuina-Massage. Mhm. Es gibt da auch Eigenübungen, Qigong und Tai Chi. Mhm. Es gibt diese Ernährungsberatung, also es ist alles irgendwo vorhanden, neben, dass ich sage, ich habe diese Meridiane, die Leitbahnen, Akupunkturpunkte, wie kann ich die stimulieren? Also man geht davon aus, wenn ich Schmerzen habe, ist eine Stagnation in der Qi-Laufbahn, also Qi ist einfach nur die Lebensenergie. Mhm. Damals wussten die noch nichts von elektrischen Strömen, Aktionspotenzial oder auch dem Blutfluss. Es war einfach zusammengefasst, Qi ist Lebensenergie. Wenn die stagniert, habe ich Schmerzen. Wie kann ich diese Schmerzstelle versuchen, wieder aufzulösen? Massieren, drücken, Akupressur, Schröpfkopf draufsetzen, mit Wärme behandeln, vielleicht auch mit Kälte, mit Akupunkturnadeln. Das sind einfach diese empirischen Erfahrungen, wie man da das Ganze vorantreibt. Und wie gesagt, nichts Pauschales, sondern sehr individuell. Mhm. Und das gefällt mir persönlich halt auch gut, immer angepasst an die Jahreszeit. Ja, also ja. Wenn du im Sommer zu mir kommst mit den gleichen Symptomen wie im Winter, kann es sein, dass ich dich aber trotzdem anders behandle, anders berate bezüglich Lebensführung, bezüglich Ernährung, weil es einfach eine andere Energie und Energie ist dann eben nichts Esoterisches, sondern einfach zum Beispiel die Temperatur und dein Wohlbefinden, deine Vigilanz. Ja, ja. Genau. Da bin ich zu 100% bei dir, weil gerade was du auch angesprochen hast, zum Beispiel mit den Lebensmitteln im Sommer und im Winter. Also im Winter bin ich ja, wie du weißt, ich bin absoluter Rotweintrinker. Ja, da passt so, auch sehr gut hin. Ja, da brauche ich auch einen Shiraz und im Sommer muss es wirklich ein Rosé sein, kalt. aber chinesische Medizin. Ja, sag ich doch. Ich mache nur was für meine Gesundheit. Genau. Weil du es angesprochen hast vorhin kurz, das Thema... man hat ja immer noch so ein bisschen dann Leute um sich rum, wenn die hören Heilpraktiker und Energie und Qi und Akupunktur, ne? Und diese, wo dann viele dann denken, ach ja, jetzt soll ich am liebsten noch ein Mandala malen und irgendwie keine Ahnung, ne? So, die haben da gleich so ein Eindruck, total esoterisch und jetzt macht er vielleicht noch mit dem, keine Ahnung, und da haben die erstmal so eine Abneigung dagegen. Und ich sage ja immer so, hey, probier es aus, weil wer heilt, hat recht. Mhm. Und ich werde das nie vergessen. Das waren so zwei Momente, wo ich zu dir kam. Das war einmal wegen meinem Nacken. Und da haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde lang hast du erstmal mit mir gesprochen und wolltest wissen, hey, wie sieht denn dein Alltag aus? Ich dachte mir immer so, Mann, der soll jetzt endlich mal nicht ein. Was labert der da den ganzen Tag? Und dann hattest du irgendwann einen Satz gesagt und das war dann so, also und du hast da so Verspannungen im Schulter-Nacken-Bereich. Und dann sage ich so, ja, extrem, es wurde immer mehr. Ich habe aber nichts falsch gemacht. Ich weiß jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, woher das kommt. Und dann sagt er so, du hast dann gemeint, ja, du hast ja mittlerweile so 40 Mitarbeiter. Und ich dachte so, ja, und da hast du gesagt, ja, du hast also eine ganze Menge zu schultern. Ja.
Und das war bei mir dann so ein Punkt, wo ich dann verstanden habe, aha, okay, jetzt weiß ich, wo er hin will. Also der so, und du hast ja das Privileg, weil du ja auf privater Basis und Selbstzahlerbasis arbeitest, du nimmst dir einfach auch diese Sprechzeit raus, die der Arzt ja nicht bezahlt bekommt. Richtig. Das heißt, du kannst dann auch hingehen und sagen, wir haben jetzt einen 60-minütigen Termin und erstmal wirklich schauen, bevor du irgendwie blind drauf losbehandelst, was für ein Individuum habe ich vor mir sitzen und was macht da vielleicht Sinn? Das gibt ja für dich einen riesengroßen Vorteil in dem Moment gegenüber dem, sage ich mal, Allgemeinmediziner, der diese Sprechzeit gar nicht bezahlt bekommt, der dann so ein bisschen, ich meine das nicht wertend, aber so ein Blindflug starten muss, okay, die Erfahrung hat gezeigt, dass das hilft. So, und du kannst dabei wirklich hingehen und sagen, okay, wen habe ich vor mir sitzen? Was glaubst du, wenn wir jetzt das Ganze mal, wir haben die westliche Medizin oder diese Schulmedizin, die wir kennen, im Vergleich zur TCM, was kann unsere Medizin, unsere Schulmedizin denn davon lernen? Ja, also sich Zeit nehmen für sein Gegenüber und wirklich echtes Interesse zeigen, ich glaube, das ist schon die Hälfte der Miete. Und ich glaube, wenn es halt so wie bei uns ist, dass es von der Chemie her matcht, dann hat man da schon mal ein gutes Vertrauensverhältnis und dann öffnet sich der Patient. Und dann ist es eben nicht nur die Halswirbelsäulenverspannung, sondern was habe ich für ein Päckchen zu tragen? Was sitzt mir im Nacken? Ja, und ein Grundsatz von mir ist ja auch, dein Körper ist dein bester Freund und er kommuniziert mit dir. Und wenn du eben diese Nackenverspannungen hast, dann ist halt die Frage, gerade wenn du sagst, du bist Sportler, du hast ein gutes Körpergefühl und trotzdem hast du ja irgendwo ein Ungleichgewicht, dann wird es wahrscheinlich gar nicht nur oder kann es vielleicht gar nicht auf der körperlichen Ebene sein, sondern da ist es vielleicht psychosomatisch. Und Psycho heißt nicht, dass du es dir einbildest, sondern das ist ja, sind wir wieder bei der TCM, bei dieser Energie. Und ich rede ungern eigentlich von dieser Energie und wie du sagst, Heilpraktiker und so, man ist nicht immer ganz stolz, Heilpraktiker zu sein. Und ich mache nichts Esoterisches, ich empfehle dir auch nicht, blaues Licht zu essen. hat vielleicht seine Wirkung, will ich es nicht belächeln, aber es ist nicht meine Handschrift. Ja. Und dementsprechend ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber anhand von diesen einfachen Beispielen, dass man sagt, schau mal, so ist die Anatomie. Das haben wir bei dir übersprungen. Du kennst es ja. Ja. Aber wenn ich dann eben sage, ich habe da eben Probleme und ich habe diesen Vektor Stress und dann habe ich noch Privatprobleme und dann habe ich noch Geldsorgen und noch die Verantwortung für 40 Mitarbeiter. Das sind imaginäre Päckchen, die dir auf den Schultern lasten. Ja. Und diese Last ist eine statische Belastung. Ja. Was brauche ich, wenn die Muskulatur verspannt ist? Dynamik, Belastung, Entlastung, Längenveränderung. Das ist das, was im Endeffekt die Muskulatur macht. Ja. Und dann ist für mich immer die große Frage, deswegen nehme ich mir viel Zeit, auch zu erklären und zu verstehen, damit derjenige, erst wenn ich was verstanden habe und wahrgenommen habe, kann ich was verändern. Ja. Und deswegen nehme ich mir da gerade bei der Erstanamnese immer viel Zeit. Und es ist leider auch in der Privatsituation eine Stunde auch so, dass mir das ja auch nicht bezahlt wird. Also ich kann der Krankenkasse nicht schreiben, ich habe den eine Stunde befundet. Aber der Befund, das Gespräch, das ist dann eben Gegenstand der Osteopathie, das ist Gegenstand der chinesischen Medizin, Gegenstand der Akupunktur. So wird das dann auf der Rechnung deklariert. Aber man macht dann erstmal Theorie, man macht erstmal Befund. Und es ist nicht nur das Praktische, sondern wirklich auch die Befunderhebung mit dabei. Ja. Genau. Ja, und genau, von daher ist es eben schon so, dass dieser Vektor Stress, dieser Vektor Ärger, wir hatten es ja vorher von Holz, Bewegungsrichtung nach oben, außen. Wut, Ärger, Stress, was macht es? Das geht auch nach oben, außen. Und am liebsten würde man schreien. Also auch das Schreien gehört zu Holz. Es wird nicht bewertet, ist das gut oder schlecht. Wobei man schon auch sagen kann, von der Wirkung her, wenn ich Stress habe, wenn ich diese Wut habe, dann schrei mal die Wand an oder hau mal mit dem Stock gegen einen Baum oder Boxsack oder sonstiges. Das ist ein Ventil. Das neutralisiert diese aufsteigende Bewegungsrichtung Holz. Und das ist unter anderem eine Maßnahme, wie man selber Stress abbauen kann. Ja, ja. Oder, wie gesagt, mein Sport ist draußen und Ausdauer. Und wenn ich Stress habe, wenn ich Wut habe, dann laufe ich halt ein bisschen schneller oder ein bisschen weiter. Dann würge ich mir eins rein, aber dann komme ich lampfromm wieder. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch für die Zuhörer, dass jeder für sich auch mal jetzt unabhängig von dem Thema, okay, man
für was Krafttraining alles steht. Ne? Natürlich ist es für mich Medizin Nummer eins, zu sagen, okay, schmerzfrei zu werden. Oder wenn man langfristig die Figur verändern möchte, ob zunehmen oder abnehmen, ist das für mich das beste Mittel, was es gibt. Aber, und du hast es gesagt, gerade auch, und da gehen wir ja immer mehr rein, das Thema Stressabbau, stressresistenter werden. Ne? So, weil diese ständige, wir sitzen in unseren künstlichen Höhlen, ja, wir haben jetzt noch Homeoffice dazu bekommen, wir sitzen 8, 9, 10 Stunden vor irgendwie künstlichem Licht, diese ganzen Geschichten. Und dann zu sagen, wow, und jetzt chill ich erstmal und schaue mir eine Netflix-Serie an, ist genau eigentlich absolut kontraproduktiv, wo ich sage, hey, hör zu, ihr müsst euren Bewegungsapparat, der heißt der Bewegungsapparat und nicht Bleib-Sitzen-Apparat, ihr müsst den dann auch schon bewegen und der wächst und optimiert sich nur durch Widerstand. Mhm. Na, und das versuchen wir den Leuten ja auch immer zu sagen, weswegen ich das dein Beispiel auch nochmal super gut fand, einfach auch zu sagen, okay, das einfach mal dann auch zu sehen, okay, wenn ich den ganzen Tag sitze, dann brauche ich die Bewegung, wenn ich mich vielleicht den ganzen Tag bewege, dann brauche ich vielleicht im Umkehrschluss auch die Ruhe und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Aber wenn ich da kurz einhaken darf, weil das Beispiel hatte ich vorher gesagt mit, wenn jemand zu mir kommt und wirklich was verändern will, dann will ich nicht den Zug in die 180 Grad andere Richtung fahren lassen, sondern weiche Stellen heißt erstmal in die gleiche Richtung und sukzessive langsam eine andere Richtung einschlagen. Und ich sag mal, dieses Krafttraining, ich glaube, ihr propagiert das ja auch 2, 3, 4 Mal die Woche, was für sich zu tun, kann ich 100% unterschreiben. Aber ich glaube, wenn ich jemand war, der gar nichts gemacht hat, dann ist die Weichenstellung erstmal, nimm das mal wahr. Und wie gesagt, das ist mein Bild. Was sagt dir denn dein Körper? Dein Körper kommuniziert mit dir Rückenschmerzen. Schmerzen verspannt die Muskulatur. Muskulatur hat Dauerfeuer, keine Belastung, Entlastung, Längenveränderung. Dann ist der erste Schritt für mich, versuch dich zu bewegen. Dann bin ich noch gar nicht bis zum Fitnessstudio gegangen, so aktiv und gesund natürlich. Sondern dann ist es erstmal wichtig, wie ich gerade angefangen habe, geh mal spazieren. Ja. Und wenn ich merke, das tut mir gut, dann baue ich da, weil das kommuniziert mir mein Körper ja auch, dann baue ich da was drauf und dann sage ich, okay, dann fahre ich mal eine Runde Fahrrad. Eine halbe Stunde Fahrrad fahren, ohne Steigung, am Rhein entlang, das dürfte man auch als unsportlicher schaffen. Ja. Und wenn ich merke, das tut mir noch mehr gut, aber jetzt wird das große pauschale Problem vielleicht kleiner und ich identifiziere dann ein muskuläres Ungleichgewicht, dann würde ich sagen, geh zu aktiv und gesund, geh ins Fitnessstudio und trainiere das mal gezielt auf. Und da habt ihr auch die Möglichkeit mit einer Zehnerkarte, erstmal temporär. Ja. Und auch da glaube ich, ich mache das erstmal, ich verpflichte mich nicht, ich möchte das mal ausprobieren. Ja. Und dann sehe ich immer die Chance, dass das zum Selbstläufer wird, wenn es dir persönlich schneller, besser geht, durch Aktivität. Dann muss die Motivation nicht mehr von außen kommen, sondern dann ist es diese berühmte intrinsische Motivation zu sagen, das ist ein Selbstläufer. Ich habe das selber gemacht und den Weg bin ich ja selber gegangen. Eben. Ja. Und das ist der Gipfel, aber ich muss im Tal anfangen. Mhm. Und wie der berühmte Satz schon heißt, der weiteste Weg fängt mit dem ersten Schritt an. Und für mich ist der erste Schritt Wahrnehmung. Und der zweite Schritt, mal loszugehen. Ja. Überhaupt und, mal zu starten. Genau. Mhm. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das dann mit diesem Krafttraining, mit dem Fitnessstudio gezielt schwache Muskelgruppen aufbauen, die Muskulatur, die eben dem Alltag entgegenwirkt, zu kräftigen und natürlich auch Flexibilität dehnen. Das sehe ich schon als ganz großen Bestandteil. Aber wie gesagt, ich bin erstmal, also die Patienten, die zu mir kommen und wirklich was verändern wollen, die sind noch 1 oder 2 Schritte von euch entfernt oder von diesem Krafttraining. Aber das glaube ich schon, das wäre ein Weg, bis ins hohe Alter. Ja. Turne bis zur Urne, sagen wir immer. Ja, genau. Das ist ein schöner Spruch. Aber du hast es gut an. Definitiv. Ja, du hast es ja angesprochen. Viele haben ja immer noch so diesen Gedanken, so, oh Gott, Fitnessstudio, da muss ich 4 mal die Woche 3 Stunden oder irgendwelche Hanteln durch die Gegend schmeißen. Und auch Menschen, die abnehmen wollen, die kommen dann ran und sagen dann so, es hat mir oft im Januar, dann kommen die dann so, ja, wie oft kannst du kommen? 5 mal die Woche und Ernährung will ich auch noch umstellen und sonst was, wo die Leute teilweise auch erstmal bremsen müssen. Ja, wir versuchen ja schon immer zu sagen, und das ist ja das Schöne an unserem Konzept, wir haben ja für jeden Menschen, für jedes Krankheitsbild, für jedes Beschwerdebild, für jede körperliche Zustand oder Ist-Zustand, können wir ihn ja genau da abholen, wo das Individuum es gerade braucht. Mhm. Und wir haben ganz, ganz viele Menschen bei uns, die kommen mit Schmerzen und die sehen 4 Wochen lang kein Kraftgerät.
Weil wir erstmal zurück in die Mobilität gehen, erstmal zu sagen, okay, wir gucken jetzt erstmal, dass du wieder beweglich wirst, dass wir deinen Muskel mal in die Länge ziehen. So, und dann haben die Leute auf einmal merken die, okay, der Schmerz im unteren Rücken lässt nach. Ja. Super, okay. Und dann können wir hingehen und sagen, okay, und jetzt, wenn du schmerzfrei bist, jetzt fangen wir an zu kräftigen. Und das ist ja auch das, was wir immer propagieren. Wir versuchen den Menschen ja den Einstieg ins Krafttraining so leicht wie möglich zu machen und nicht da irgendwie die Leute komplett zu überfordern, weil das ist ja oft so, den Fehler, den viele machen, die wollen dann zu viel auf einmal. Mhm. Die fangen mit was an und du hast das 180-Grad-Drehung genannt, ne? Und die versuchen dann alles umzukrempeln. Und dann sag ich, hey, easy. Hochmotiviert am Anfang des Jahres. Ein bis zweimal die Woche starten, eine halbe Stunde, guck mal, ob es dir überhaupt gefällt bei uns, ob es dir überhaupt gut tut. Ja. Und dann ist natürlich nach oben hin keine Grenze gesetzt, so wie du das möchtest. Kommen wir aber mal zurück zur Energie. Ja, weil du bist Fachmann zum Thema Akupunktur. Und ich war einmal bei dir und das war für mich dann so, du hast mich gefragt, bist du offen für sowas? Habe ich gesagt, hab's noch nie probiert, aber ich bin prinzipiell für alles offen. Und damals hatte ich so Nervenschmerzen aufgrund, Achtung, von zu viel Training. Da war ich voll im CrossFit drin und dann, ja, wie das halt so ist, ne? Wenn dann halt motiviert ist, dann schludert man mal hier und da mit der Technik und da will man noch die ein oder andere Wiederholung mehr schaffen. Und Ende vom Lied war, dass mir einfach das linke Bein so derart wehgetan hat. Ich weiß nicht, ob ich daran erinnern kannst. Das ist einfach, das waren wie so Nervenschmerzen. Ich kann es anders nicht mehr erklären. Es tat einfach dauerhaft weh. Aber nur das linke. Und dann hast du mich gefragt, hier, bist du offen für Akupunktur? Und ich habe gemeint, ja, ich bin für alles offen. Und dann hast du mir aber rechts ins Bein Nadeln gesetzt. Und ich denke, hat er jetzt nicht zugehört oder was? Und dann meine ich noch so, das ist links. Und dann sagst du, ja, ja. Und du hast, mein rechtes Bein war in Ordnung. Mein linkes tat weh. Du hast mir diese Nadeln in das rechte Bein gesetzt und auf einmal fing das an, wie der Schmerz von links nach rechts durchzufließen. Und danach war es weg. Und du hast mir das dann damals, ich krieg den genauen Wortlaut nicht mehr so zusammen, du hast gemeint, ja, du hast einfach, ich wollte jetzt einmal den Schmerz bei dir durchfließen lassen, damit er mal Platz, damit er mal entweichen kann. Ja. Und in dem Moment, ich kann das immer nur so sagen, in dem Moment, wo man selbst sowas an sich spürt, gibt's für mich dann keinen Drumherum mehr. Oder wenn mir dann jemand sagt, so, ach, alles Hokus Pokus, kann ich, so, das ist, ich sage, ich habe, das ist sowieso kleine Wunder, die man erlebt und denkt, wow, was geht denn jetzt ab? Also, ich kann mich da noch gut dran erinnern, aber das ist eben genau das, warum ich dann viele Worte verwende und versuche, das zu erklären, weil ich bin kein Voodoo, der irgendwo die Nadel reinsetzt, sondern es ist mathematisch erklärbar. Und man geht davon aus, dass diese Meridiane ein geschlossenes System sind. Und wir haben ja vorher schon gesagt, dass die Lebensenergie, egal ob das jetzt beim Nerv der elektrische Strom ist oder beim Blutgefäß, die Durchströmung oder Abtransport, wenn du Schmerzen hast, ist es eine Stagnation. Und man will die Stagnation auflösen. Das heißt, ich kann, egal wo der Schmerz ist, die Nadel da reinsetzen, wo sie ist. Dann wird der Schmerz erstmal, man nennt es zerstreut. Das ist vielleicht ein guter Effekt, aber dann ist die dann ist der Berg erstmal vielleicht kleiner, aber es wird ja nicht durchströmt. Deswegen versucht man an einer Stelle, die was mit deinem Schmerz zu tun hat, einen Wasserhahn aufzudrehen, um das Ganze zu durchfluten. Und welcher Punkt hat denn am meisten mit deinem Knieschmerz oder Oberschenkelschmerz zu tun? Das ist der Oberschenkel auf der anderen Seite. Und wenn man dann entlang tastet, dann merkt man, ja stimmt, das ist der Punkt auf der anderen Seite. Also man spürt auch, dass da irgendwie eine Verbindung ist. Und so kann man das machen. Und das ist eine sogenannte Mirroring-Technik, also von Englisch Spiegel. Man spiegelt den Schmerz quasi aufs andere Bein. Oder man kann den auch vom Oberschenkel auf den Oberarm spiegeln. Das ist immer dieses, in Anführungszeichen, geschlossene System. Wahnsinn, genau. Ja. Und ja, klingt ein bisschen wie Voodoo und Hokuspokus, aber es ist dann wieder nachvollziehbar. Und wie gesagt, wenn man das so erklärt, wenn man eine Puppe hat, wo die Meridiane eingemalt sind, dann kann man das vielleicht auch so ein bisschen herleiten. Und das erkläre ich auch häufig meinen Patienten. Wir hatten es jetzt schon zwei, drei Mal von dem Element Holz. Wir haben ja gesagt, Holz ist eine aufsteigende, expansive Kraft. Es ist auch auf der emotionalen Seite, also man kann da körperlich, emotional, psychisch, alles, was der Patient so hat, kann man da einordnen. Und das ist das Schöne an der chinesischen Befundung. Man kommt immer zu einem Behandlungsansatz. Ob das Süppchen, das ich koche, dir schmeckt, das muss man dann halt ausprobieren. Aber der Sternekoch ist auch nicht jedermanns Sache. Und das ist eben auch eine Möglichkeit, dass man sagt, ich
habe eine Stagnation zum Holz gehört, Gallenblase und Leber. Die Laus, die mir über die Leber läuft und die Gallenblase, die mir überschäumt. Mhm. Und diese Bewegungsrichtung ist ja auch wieder nach oben, außen, Wut. Jetzt ist es so, dass diese Gallenblasenenergie, jetzt sind wir wieder bei Energie, klingt ein bisschen blöd, aber eigentlich ist es wieder dieser Vektor, das ist wieder diese Bewegungsrichtung. Und jetzt ist es so, dass diesen Gallenblasenmeridian, den gibt es auf der linken und auf der rechten Seite, obwohl es das Organ hier nur auf der rechten Seite gibt. Mhm. Ich persönlich kann es nicht, aber man könnte ja die Gallenblase auch operativ entfernen. Deswegen schäumt hier immer noch die Galle über. Ja. Und das ist eben auch ein ganz tolles, schönes Beispiel. Man sieht diese Meridiane, man sieht den Verlauf. Es gibt es links und rechts. Man kann das Ganze so wie bei dir spiegeln. Und auch wenn die Gallenblase als Organmaterial gar nicht mehr da ist, ist trotzdem diese Energie noch vorhanden, die in dir aufschäumt, nach oben außen geht und raus will. Genau. Ja, du sagst es. Ich kann, wie gesagt, wenn natürlich, ich bin ein Stück weit auch vom Fach und ich verstehe auch, das ist ja auch unser Ansatz oft in der Physiotherapie oder in der Ergo oder Logopädie, dass wir immer sagen, okay, wir versuchen immer ganzheitlich zu arbeiten, uns den Menschen erstmal als Individuum anzuschauen. Weswegen ich mich da einfach schwer tue, dass irgendwie das, was du tust oder das, was wir auch ein Stück weit tun, irgendwie als Hokuspokus zu bezeichnen, weil ich glaube, dass man ganz viele Menschen anders abholen könnte und vielleicht einen langen Leidensweg ersparen könnte, wenn man sich das vielleicht, wenn man vielleicht für das Thema auch mal offen ist, zu sagen, okay, ich schaue mir das mal aus einem ganz anderen Blickwinkel an und ich probiere mal was komplett Neues. Ein bestes Beispiel, und das ist mein Vater. Okay. Der ja gerade bei dir in der Behandlung ist. Grüße gehen raus. Mein Vater hatte auf einmal Probleme mit Schwindel. Mhm. Der war total schwindelig und da kam er erstmal zum Arzt. Ne? So, dann hat man mal geguckt, CT gemacht, ne? So, und MRT und was weiß ich was alles. Und halt geschaut, woran das liegen kann. Man hat nichts gefunden. So, und ich was dann, ja auch prinzipiell gut ist. Ist ja schon mal super. Ich klopfe auf Holz. Ja, das ist ja, wäre ja schlimm, wenn man da was gefunden hätte. Aber trotzdem war dieser Schwindel da und keiner konnte es erklären. Und niemand wusste, okay, was ist es? Die Ohren waren es auch nicht, wie auch immer. Und ich habe gesagt, du Vater, habe ich gesagt, vielleicht liegt es an der HWS, ich weiß es nicht, aber könnte sein, ich habe das auch mal, geh doch mal zum Daniel Dreher. Ja, wer ist denn das? Habe ich gemeint, hier, der ist Heilpraktiker, der traditionelle chinesische Medizin und dann meine Mutter ist ja auch bei dir in Behandlung. Und da sagt man, ja, der ist super. Mein Vater so, och, so, der ist halt eine alte Schule, ne? Da denkt er, der hat schon wahrscheinlich gedacht, was ein Scheißdreck. Ja, so, er war bei dir eine Sitzung und es war signifikant besser. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Aber mein Vater hat es jetzt selbst gespürt, er hat es für sich verstanden, es macht für ihn Sinn und es geht ihm so, so viel besser. Mhm. Und ne, so hätte er vielleicht jetzt nicht den Impuls von mir und meiner Mutter gehabt, mal sich dem zu öffnen, würde der wahrscheinlich immer noch nicht aus dem Haus gehen, weil ihm so derart schwindelig ist. Und das ist immer so, hast du da einen Appell an die Leute? Ja, jein. Also ihr müsst bitte nicht alle zu mir kommen, aber es ist halt schon so. Ich meine, die Schulmedizin ist unabdingbar. Es ist wichtig, dass man das abklärt. Also ich würde da jetzt nicht einfach Akupunktur machen, Osteopathie oder was einrenken, wenn, nehmen wir deinen Vater als Beispiel, wenn der eben nicht das alles durchlaufen hätte. Ja. Also es ist wichtig, dass die Schulmedizin da drauf guckt, dass man Tumor ausschließt, dass man beim HNO mit Ohren und alles Mögliche, dass man das abklärt. Und dann hat halt die Schulmedizin, ich nenne es mal Schwäche, es ist ein starres Raster, dass ich sage, habe ich Fieber, habe ich einen gewissen Blutwert, habe ich diese Entzündungszeichen. Wenn das alles nicht der Fall ist, dann komme ich eben in der Befundung nicht zu einem, zu einer Diagnose. Und dann gibt es leider, wenn man verunsicherte Patienten hat, dann zweifeln die an sich selber. Und dann wird aus einem Symptom, das die ja wahrnehmen, wird ja dann ganz schnell, ich bilde es mir ein. Und dann werden die verunsichert und haben dann auf einmal psychosomatische Probleme. Und da wäre es natürlich mein Appell, sowohl an die Schulmedizin als auch an jeden Patienten, wenn ich sage, der Körper ist der beste Freund, der kommuniziert irgendetwas und ich gehe dann zu einem Fachmann, dass man dann sagt, wenn schulmedizinisch das abgeklärt ist, wäre das, wenn ich den Patienten in die Mitte stelle, natürlich toll, dass man sagt, du weißt was, es gibt noch Möglichkeiten mit Osteopathie, mit Akupunktur, mit Homöopathie. Mhm. Das sind auch Dinge, die ich selber gar nicht mache, aber das wäre die Ergänzung für den Patienten. Ja. Und ich meine, das ist vielleicht auch, ihr hattet es ja auch schon mal im Podcast mit dem Gesundheitssystem. Ist es ein Gesundheits-, ist es ein Krankheitssystem? Wäre halt mein Wunsch, wenn man wirklich mehr auf diese Prävention legen würde. Weil Prävention heißt, so wie ihr das ja vorhabt, ich mache das als Schulfach. Ja. Ich kläre die Leute auf.
Ich nehme die ernst, wenn die Symptome haben, weil das ist ja auch energetische Arbeit. Wenn ich sage, ich habe jetzt Schwindel, ich habe Schulter-Nackenprobleme, es kommt vielleicht von der Halswirbelsäule, dann ist es fein und klein, das Problem. Aber es kann dieser Circulum Vitiosus, der kann dann im Endeffekt ja immer stärker werden. Dann geht der Vater nicht mehr raus, dann geht es ihm schlechter. Der bewegt sich ja auch viel, geht viel mit Nachbars Hund, glaube ich, spazieren und so weiter. Wenn er das alles nicht mehr macht, dann wird es ihm immer, immer schlechter gehen. Ja. Und dann nimmt er vielleicht zu, dann hat er Herz-Kreislauf-Probleme und. Ja. Und wenn man wirklich den ernst nimmt und am Anfang investiert in Prävention, oder eben das ernst nimmt und sagt, man schickt den dann zum Beispiel zur Behandlung, dann glaube ich, dass man der Gesundheit der Gesellschaft einen großen Bärendienst erweisen könnte. Also mein Appell auch nochmal, wir sind gleich schon am Ende, auch nochmal für die Zuhörer, wenn ihr jetzt zum Beispiel was habt, was schulmedizinisch, wo ihr sagt, okay, Thematiken ist ausgeschlossen, man hat aber trotzdem irgendwie Schmerzbefehlen oder andere gesundheitliche Probleme, seid wirklich offen für diese Thematiken. Gerade bei uns habt ihr ein riesengroßes Netzwerk, wo man vielleicht auch mal out of the box schauen kann. Mhm. Ja, und das ist so mein Wunsch, so dass man da vielleicht ein Stück weit offener wird, auch für das Thema TCM, weil ich finde, ich bin da absoluter Fan von. Ich bin da auch offen für diese Thematik. Wenn ich da nochmal ganz kurz einhaken darf. Also ich habe es nicht selten, dass Leute, ich schreibe auf der Homepage Akupunktur, aber eigentlich, was ich mache, ist chinesische Medizin. Und wenn jemand Angst hat vor Nadeln oder sich das nicht vorstellen kann oder das nicht will, man kann auch chinesische Medizin praktizieren ohne Nadeln. Ja. Das nur noch mal kurz zur Ergänzung. Genau. Und gerade abschließend auch noch, wie da deine Einschätzung ist. Ich hatte es ja mit dem Dr. Jan Korner, hatten wir ja das Thema im ersten Teil, da kommt noch ein zweiter Teil, weil die Resonanz war so gigantisch. Da ging es darum, dass wir der Meinung sind, dass das deutsche Gesundheitssystem krank ist und irgendwann kollabiert, dass das so nicht mehr tragbar ist, aufgrund der genannten Themen in diesem Podcast. Ja. Vor einer Woche habe ich dann eine befreundete Allgemeinmedizinerin hat sich bei mir gemeldet und gesagt, sie ist so kurz davor, ihren Kassensitz abzugeben, eine Privatpraxis zu machen. Sie hat keinen Bock mehr aufgrund von neuen Regelungen, wie auch immer. Ich bin da ja im Thema drin. Ja, ich kriege das mit. Ich weiß auch, was die Gründe sind. Und ich habe da wirklich ein bisschen Bedenken, dass das wirklich dieses ganze Konstrukt irgendwann absolut kollabiert. Wahrscheinlich wäre das gut für dich, ja, so, weil du wahrscheinlich ein bisschen mehr Patienten bekämst, so, wo die Leute dann vielleicht bereit sind, auch dann mal was selbst zu investieren. Aber wie ist so deine Einschätzung als Mediziner, als Gesundheitsdienstleister, als Heilpraktiker? Was glaubst du, wo geht da die Richtung hin? Hast du da ein Gefühl? Also ein Gefühl habe ich auf alle Fälle. Mir fehlt so ein bisschen dieses wirtschaftliche, dieses Krankenkassensystem und so weiter. Ich versuche halt jedem etwas anzubieten. Und ich habe auch diese Staffelung, dass man sagt, ich nehme 100 Euro vom Privatpatienten, der es erstattet kriegt, komme aber dem Selbstzahler eben auf 80 Euro entgegen. Von daher glaube ich schon, dass das Gesundheitsbewusstsein immer größer wird. Und dass man sich dann zweimal überlegt, wo investiere ich mein Geld? Und ich glaube, und das propagiere ich auch immer, ich kann niemand heilen. Ich kann nur Voraussetzungen schaffen. Ja. Und wenn ich die Voraussetzung habe, dann muss ich eben die Gesundheit als unser höchstes Gut, als Vehikel für unsere Zufriedenheit, das muss ich pflegen. Und da ist, glaube ich, Bewegung, Kraftsport und Work-Life-Balance ist da unabdingbar. Ja, also von daher, ich weiß nicht, wo es politisch hingeht, ich weiß nicht, was dann mit Bürgerversicherung und so weiter wirklich passiert, da bin ich zu wenig im Thema, aber ich bin davon überzeugt, dass ein Bewusstsein für die Gesundheit, ein Bewusstsein für Work-Life-Balance, dass man sich nicht nur über die Arbeit identifiziert, sondern eigentlich mehr nach Lebenszufriedenheit und Glücksein sich ausrichtet, dass das mehr Stellenwert wird und gibt und dass man sich dann wirklich auch bereit erklärt, für die Gesundheit, für den Körper, für Gesunderhaltung mehr zu investieren. Und das wäre mein Wunsch an diese Dynamik, die da aktuell stattfindet, dass man mehr investiert, auch von Seiten des Kostenträgers, in die Prävention, in die Unterstützung, eigentlich kleine Problemchen ernst zu nehmen, die gleich aus der Welt zu schaffen, die Leute da aufklären und motivieren, was für sich und ihre Gesundheit zu tun. Das ist doch ein wunderschöner
abschließender Appell. Also genau. Daniel, nochmal, die Zeit fliegt wie immer. Also es ist mega spannend. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich danke dir für die Einladung. Ja, sehr gerne. So ein bisschen uns in deine Welt mit reingenommen hast. Mhm. Für alle, die jetzt vielleicht sagen, ach, der junge Mann aus Bayern, der hört sich so sympathisch an und sein Ansatz, der ist total interessant. Ich verlinke natürlich wieder alles in die Shownotes, ja, mhm. deine Praxis, was du machst, etc., alle Informationen über dich, wie man dich erreichen kann. Mhm. Packe ich natürlich in die Information rein. Wie gesagt, wir kooperieren ja schon eine ganze Weile. Mhm. Von daher vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Und wir sehen uns bestimmt das ein oder andere Mal wieder. Wir haben ja auch vielleicht für unsere Mitglieder noch das ein oder andere Special mit dir. Ja, so, da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Da müsst ihr gespannt sein. Ansonsten, wie gesagt, lieber Daniel, schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und wie es immer so ist am Ende, ich wünsche dir viel Gesundheit und bleib aktiv, bleib gesund. Bis bald. Jawohl. Darf ich noch einen kleinen Gruß los? Ah, natürlich, sorry, oh Mann. Normal darf ich habe meinen grüßen. Kindern versprochen, dass ich die grüße. Michel, ja. Mathis und Lotta. Ich bin sehr stolz auf meine Familie. Und ich möchte auch nochmal mein Zentrum für ganzheitliche Medizin an der Brunnenstube grüßen. Ist ein tolles Team, tolles Haus. Fühle ich mich sehr wohl. Und ich möchte auch nochmal ein großes Dankeschön an mein Dozententeam sagen aus dem ABZ Mitte. Mhm. Die haben mich ja auf den Weg gebracht. Die haben mir diese chinesische Medizin näher gebracht. Und ja, mittlerweile darf ich mich auch seit einem Jahr Mitglied von diesem Team schimpfen. Aber wie gesagt, da noch ein großes Dankeschön an das Dozententeam vom ABZ mit der aus Offenbach. Also ja. Wenn jemand Lust und Interesse hat, an chinesischer Medizin zu lernen, die beste Adresse ist auf alle Fälle ABZ Mitte. Okay, das genau. werden wir auch verlinken. Das heißt, wenn da der ein oder andere ist, der sagt, okay, das höre ich so spannend an, da habe ich Bock drauf. Genau, also dann, alle Therapeuten, die da Interesse haben, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich will aber keine Beschwerden hören, wenn euch jetzt die Leute nach dem Podcast die Hütte einrennen. Ja, und, also ich hoffe, ihr habt genug Dozenten. Nee, in diesem Sinne, Daniel, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und wir, liebe Hörer, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.